Overlay mal auskriege. Ja, genau. So, dann kann ich jetzt nochmal eine schöne weitere Route für uns suchen. Ach, eine gute Route. Die gute Route. Ja, die ist doch schön. Ich liebe es irgendwie so Routen, wo man wirklich durch mehrere Länder fährt. Da sieht man wieder was. Ja, bei dem Spiel, da will ich nie so Fernfahrten machen. Dann, nee. Ich will lieber so kurz und knackig, aber dafür explosive Sachen will ich ausliefern. Explosiv. Ja. Also wenn es mal rumpst, dann rumpst du das wenigstens richtig. Genau, in einer Stadt, die ich kenne. Dann kannst du wenigstens. Hast du ja schon alle im Kopf. Vielleicht. Aber ich möchte da nichts genauer sagen, sonst könnte ich gefeuert werden. Oder Schlimmeres. Ja, das Schöne ist, wenn was schief geht, dann kannst du danach auch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden, ne? Ah, genau. Das heißt, eigentlich willst du diese Sachen nur ausliefern, weil du dich vor der Verantwortung drücken möchtest. Du möchtest die Verantwortung nicht übernehmen, weil... Wenn ich explosive Sachen fahre, dann ist das aber, hallo, ist das Verantwortung. Ja, aber wenn was passiert und das ganze Ding explodiert, dann können sie dich danach nicht mehr deswegen anmotzen. Och, mit anmotzen hätte ich auch kein Problem. Mach mir doch meinen blöden Spruch nicht kaputt. Na gut, egal. Edge. Der Spaß auf jeder Party. Ach. Und du spielst gerade One Piece. Genau, ich spiele One Piece. Ich habe früher den Anime, jetzt gibt's ja über 400 Folgen, glaube ich, und ich bin, glaube ich, nicht über 50 hinausgekommen. Ist das nicht bei Animes sowieso so, wenn die Erfolg haben, dann wollen sie einfach nie enden? Ja. Dann finden die einfach kein Ende mehr. Genau. Dann wird einfach eine neue Staffel eröffnet und dann gibt's noch fettere Gegner und die Leute werden noch übermächtiger und irgendwann verlierst du... Das war auch bei Naruto so. Da fand ich das am Anfang eigentlich ganz cool. Hast du die deutschen oder die nur die übersetzten Sachen gesehen? Ich hab am Anfang kam das irgendwie bei RTL 2 damals, da habe ich natürlich das Deutsche gesehen, vorher hatte ich keine Ahnung von Naruto. Dann habe ich mal die japanische Originalfassung mit englischen Untertiteln gesehen. Aber da war es auch hinterher so. Ich fand das am Anfang ganz gut, wie man halt sieht, wie der kleine, komische Außenseiter dem irgendwie alles schief geht und der hinterher Ninja werden will oder was weiß ich, was er werden will. Hokage hieß das, will er werden. Und da war halt noch irgendwie so Humor drin und alles. Und hinterher war das wie bei Dragon Ball. Da ging es nur noch auf die Kämpfe hinaus und durch die ganzen Jutsus hast du auch nicht mehr durchgeblickt. Irgendwie jemand hat dann bis zu 20 Jutsus beherrscht oder so. Dann konnte er auch noch das machen. Er konnte sich in eine Bambusrolle verwandeln oder tauschen, Platz tauschen mit einer Bambusrolle. Da habe ich auch gedacht, hä? Aber ja, hinterher ging das, wurde mir der Anime viel zu ernst. Okay. Das war auch bei Dragon Ball damals so, als der kleine Son Goku. Aber da du hast ja jetzt beides mal gesehen. Stimmt ja. Das denn wirklich so, dass die Naruto-Geschichten im Original viel besser sind, weil der Deutsche so viel gekürzt wurde? Ich habe gehört, eigentlich wäre Naruto um einiges blutiger, als es halt im deutschen Fernsehen immer gezeigt wurde. Also die Folgen, die ich gesehen hatte... da ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich hatte jetzt ja nur bei den ersten Folgen gesehen und da ging es, glaube ich, auch nicht so sehr ums Kämpfen. Nur halt um diese komische, in der, ja sagen wir, Ninja-Ausbildung, in der ist und so. Aber ja, ich weiß nicht. Ich bin kein so großer Naruto-Freak, dass ich das jetzt irgendwie direkt im Vergleich wüsste. Aber ich mochte generell, mag ich eigentlich die japanischen Sachen besser, weil das mit der Sprache finde ich halt super. Und die, ich finde, deutsche Synchronisation finde ich echt super, sind super gemacht,
Aber so das Original ist immer irgendwie was anderes. Ich find das genau andersrum. Ich finde ja? Dieses ganze japanische Geschrei dabei finde ich irgendwie um einiges anstrengender. Das gehört doch dazu. Hör mal, wenn die in den Kampf ziehen, dann müssen sie doch schreien, damit der Gegner weiß, dass man die angreift. Nee, warum auch immer. Die Japaner sind ja eigentlich immer so ein ganz, ja, also wie soll man es da sagen? Japaner sind ja an sich eigentlich eher so ein scheues Volk, sag ich mal. Ja, das die wie haben mit den immer Rehen so einen Stock im Wald. Im Arsch. Du musst dann immer gucken, hast Glück, wenn du mal einen mit einem Fernrohr siehst, mit einem Fernglas. Aber komm ja nicht zu nah, sonst rennt er weg. Und das Ganze, was die da halt unterdrücken in ihrer Gesellschaft, sag ich mal, das leben die halt dann in diesen Geschichten aus. In diesen Mangas und Animes und mit dem Cosplay und so weiter. Ja. Da sind die dann halt total verrückt, weil sie das halt so in ihrer richtigen Gesellschaft so nicht ganz zeigen können, weil sie da ja recht immer, weil die da ja wenig Gefühle und so weiter zeigen, ne? Erinnert so ein bisschen an unseren Karneval in Köln. Nur, dass sich die Japaner wahrscheinlich nicht so viel betrinken, oder? Also die sind schon... Die können die nicht sind so trinken. Schon ziemlich verrückt. Die sind so schon verrückt, genau. Aber da glaubst du, dass Karneval nicht, kommen die ja auch aus glaubst sich raus, du, Leute. Das sind Nachwirkungen von Hiroshima? Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern. Sonst habe ich hinterher... Ich habe ja schon ein Postfach für alle Klagen und so. Und das ist schon voll. Weil der Mephisto immer schön sagt, Beschwerden an Hide at Potato Club. Und da ist schon so viel Post, da kann ich mich gar nicht drum kümmern. Wir müssen jemanden einstellen, der sich um meine Post kümmert. Allein für deine Post. Allein für die Beschwerden, die ich alle kriege. Und dafür müssen wir Geld ausgeben. Oder wir holen Praktikanten. Dann ist er der Praktikant vom Praktikant. Dann bin ich so gesehen ein Ausbilder. Dann muss ich meinen Ausbilderschein noch machen. Ja, und das auf ist Praktikum. Praktikant. Ja. Ich mache ein Praktikum als Ausbilder. Ich mache ein Praktikum als Ausbilder für Praktikanten. Boah. Für ausbildende Praktikanten. Und das kannst du immer so weitermachen. Nee, wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Und ich mag ja eigentlich so diesen ganzen Anime-Manga-Gedöns, also Manga noch weniger, mag ich ja irgendwie so nicht. Ich mag den Stil irgendwie schon so, aber es ist mir generell irgendwie, ja, gefällt mir nicht so. Okay. Es gibt also diese, ich sag mal so die alten Klassiker, so Pokémon und Dragon Ball, die ersten Folgen und solche Sachen, die fand ich super. Mhm. Ich glaube so Tsubasa und so weiter habe ich ja auch noch geguckt. Also bis es dann hinterher anfing, wo sie den Kreisel da gedreht haben, genau, Beyblade und Digimon und solche Sachen, die waren mir wieder zu doof. Und Mit dem Kreisel war schon speziell. Ja, ich sag mal so, die ersten Sachen so aus den 90ern bis frühen 2000ern, so die ersten 4 Jahre oder so, die fand ich ganz super. Da habe ich dann doch öfters mal geguckt. Aber ich muss sagen, mittlerweile, ich mag die normalen Cartoons, aber auch da wieder die früheren Cartoons eher. Ja, da ist es bei mir umgekehrt. Ja. Ich mag die Animes und Mangas mag ich lieber als diese Cartoons. Weil ich komme irgendwie... Das ist mir wieder ein bisschen zu schräg, was die da in Cartoons machen. Ah ja, okay. In manchen Teilen schon, ja, in manchen Teilen schon. Wenn man so überlegt, ja gut, aber was das angeht, ich liebe ja diesen Wahnsinn. Und lustigerweise eben mag ich trotzdem Anime nicht, obwohl sie ja diesen Wahnsinn haben. Aber bei solchen Sachen, ich liebe ja zum Beispiel, wie gesagt, die Serie Johnny Bravo, die es früher gab. Und Dexters Labor natürlich auch. Ja gut, bei Johnny Bravo, da hält sich der Wahnsinn ja noch relativ in Grenzen, wenn man so zum Vergleich solche Sachen wie Sim oder Cosmo und Wanda sieht. Oh ja, aber die waren auch super, die Serien. Allein schon die Idee mit Cosmo und Wanda, wo sie dann eben beide
total dummen Eltern haben. Ja. Wo nie wirklich gesagt wird, was die überhaupt vom Beruf sind. Oder überhaupt alles, ihren Namen. Die Namen wurden tatsächlich mal gesagt. Ja? Ja, ich meine, also, ich weiß gar nicht mehr genau, wie er hieß, aber ich hab's mal gesehen. Im Internet gibt es natürlich Leute, die diese Sachen alle rausgefunden haben. Und ich meine, der Vater hieß, glaube ich, Eric. Aber ich wüsste nicht mehr, wie die Frau heißt. Da bei mir ist es umgekehrt. Ich wüsste die Berufe von denen, aber nicht die Namen. Also ich weiß, der Vater hat immer gesagt, er ist Bleistiftschubser. Genau. Und die Mutter ist, glaube ich, Vermieterin. Aber oder Maklerin. Es gab wirklich mal einen, glaube ich, auch eine Sache, wo er wirklich sagte, was er denn vom Beruf ist. Aber der ist, glaube ich, irgendwo Angestellter. Egal. Aber darum ging es ja jetzt nicht. Es ging ja eher darum, der Unterschied von Mangas und Cartoons, ne? Eigentlich sind ja Animes, ne, natürlich. Ja. Sind Animes ja auch Cartoons. Nur halt Ost. Genau. Östliche Cartoons. Genau. Und eigentlich sind Cartoons auch Animes, nur halt westlich. Ja, genau. Boah. Jetzt sind wir mal total tiefgründig. Da haben wir einen Kompromiss gefunden. Mensch, da haben wir ja mal beide Lager zu einem Konsens gebracht. Warum hat das vorher noch keiner geschafft? Ja, und jetzt kommen hier die ganzen Kommentare. Cartoon Master Race oder was weiß ich. Na, wahrscheinlich mehr Anime Master Race. Ja, also ich würde nicht sagen, derzeit ist es eher so, dass die meisten Leute eher Anime-Fans sind. Irgendwie gibt es derzeit eine große Obsession. Hey, ich mag das Wort Obsession. Eine Obsession mit der japanischen Kultur. Ja, finde ich auch gut. Ich mag die japanische Kultur. Was ist so besonders an der japanischen Kultur? Ich weiß nicht, also ich interessiere mich jetzt auch nicht. Du musst ja einen Grund haben, warum du die so toll findest. Ich interessiere mich jetzt auch nicht so sehr für Animes und so, aber ich bin ja eingefleischter Samurai Warriors Fan, einfach weil ich Samurai super fand. Dieses, auch wenn das total übertrieben sein mag mit dem für Ehre und was weiß ich, jetzt muss ich Seppuku begehen, weil ich meine Familie beschämt habe und was weiß ich, aber ich finde, das hat irgendwie Stil, das finde ich, kann vielleicht auch ein bisschen Teil der Erziehung sein, die wir als Kind hatten, als Kinder hatten, weil ich mochte dieses Hintenrum, mochte ich überhaupt nicht. Und bei den Japanern damals, die Samurai, die haben einfach gesagt, wie es ist, so, ich kämpfe jetzt mit dir für Ehre, Mann gegen Mann, und nicht irgendwie von hinten, so, jetzt schleiche ich mich an dich heran und mach dich fertig, außer jetzt vielleicht die Ninjas, aber das ist wieder eine andere Sache. Samurai sind ja nicht unbedingt Ninjas, und Ninja keine Samurai. Aber das Ganze mit den Ninjas ist doch dieses hintenrum. Ja, eben. Und deshalb sage ich ja, ich mag Samurai, aber das heißt nicht, dass ich Ninja mag. Ah, okay. Aber da kannst du doch genauso gut auch Ritter zum Beispiel nehmen. Ja. Also wir haben... Also bei Rittern ist auch... Noch, was da vielleicht noch besser passt, vielleicht auch die alte Antike. Also bei Rittern... Ja, gut, rede. Ja, okay, dann erzähl. Darf ich mal auf dich eingehen? Ich hätte noch ein weiteres Beispiel, aber dann rede. Ja, also bei Rittern ist ja, was ich auch bei Game of Thrones überhaupt nicht mag, diese Intrigen und alles, dieses Gespinne, das, gefällt mir überhaupt nicht. Den finde ich einfach bekloppt. Lieber einfach mal sagen, was los ist. So, wir sind jetzt befeindet, jetzt kämpfe, und nicht irgendwie sagen, ja, ich unterstütze dich, und dann kommt man hinterher mit dem Dolch in den Rücken. Das heißt, dein Lieblingscharakter ist auf jeden Fall Hodor. Ja, der sagt jedenfalls, was er denkt. Richtig. Naja. Wie gesagt, also ich mag eigentlich das... An sich bin ich auch eher so für Ehrlichkeit und so weiter. Aber bei Game of Thrones muss ich auch sagen, da gefällt mir dieses ganze Intrigenspinnen, weil es halt dadurch immer wieder interessant bleibt. Weil man halt immer... weil es halt immer anders werden kann. Mhm. Und das gefällt mir eigentlich schon ganz gut, weil halt nicht klar abzusehen ist, ja, in, was weiß ich, in 3 Folgen wird der und der dann besiegt, weil wir haben die und die Streitkräfte und das bleibt alles so. Mhm. Aber was ich jetzt noch als weiteres Beispiel geben wollte, ne? Ja. Das Germanentum zum Beispiel ist genauso.
die Idee von den ganzen Sachen. Es gab zum Beispiel mal die Geschichte von einem Wikinger, mhm, oder nee, von einem German, der ist irgendwo verwundet worden und dann kam ein Bauer und hat den aufgelesen, ne, hat den wieder gesund gepflegt, mhm, und der Germane ging dann hin und hat den Kerl bestohlen und ist dann weggerannt. Okay. Und ist dann auf dem Weg, als er weggerannt ist, hat er sich dann überlegt, nee, das, was ich hier gemacht habe, das ist totaler Mist. Ich bin ja hier totaler Feigling und rette einfach mit seinen Sachen weg. Also ist er zurückgegangen, hat den Bauer erschlagen und ist dann beruhigt wieder gegangen. Ja, sowas finde ich gut. Nehmt euch ein Beispiel daran. Wenn ihr etwas klaut, dann macht es auch legitim, indem ihr erstmal seinen Besitzer tötet. Ja, aber das, ich finde das auch immer so interessant, wie sich da so die Moralvorstellungen einfach immer so ein bisschen geändert haben, ne? Also jeder denkt so in seiner Zeit, alles ist genauso richtig. Ja. Und das kann gar nicht anders sein. Nur so ist es halt richtig. Aber es gibt so viele verschiedene Ansätze und so viele verschiedene Ideen, die innerhalb der Zeitleiste von uns schon durchgesetzt wurden, dass man da gar nicht, dass das so gar nicht stimmt. Ich meine, hier, Sklaverei hatten wir innerhalb von, ich glaube schon, es fing glaube ich schon bei den Mayas an, aber auf jeden Fall in der Antike hatten wir es, ich glaube die Sumerer hatten das auch schon, ist also schon sehr alt bewährt und das ist auch erst eine Sache seit jetzt lass mich nicht raten, lass mich nicht lügen. Es war auf jeden Fall 1776? Fragezeichen? Irgendwo so. Irgendwo im 18. Okay. Jahrhundert hat es jedenfalls groß aufgehört mit der Sklaverei. Bis okay. dahin gab es schon immer Sklaverei. Bis dahin war es alles legitim. Ja. Und das zum Beispiel ist jetzt, wie gesagt, eine Sache, die erst relativ jung ist. Deswegen nehme ich das so gerne als Beispiel. Mhm. Oder was haben wir da noch groß als Ideen? Was sind große moralische Ideen, wo man jetzt sagen müsste, Wie wäre es mit etwas relativ aktuellem? Ja? Vegetarier. Ist auch eine Moralvorstellung mit Vegetarier, ob man jetzt Fleisch isst oder hat ja auch oft moralische Hintergründe. Ist doch eigentlich erst Essen seit kurzem moralisch geworden, oder? Ja, eben, deshalb ist es ja relativ aktuell. Ja, vorher hat sich halt keiner drum geschert. Also es war normalerweise eher so, man hat geguckt, was habe ich denn so an Tieren? Was davon kann ich denn, wo könnte ich es mir jetzt denn leisten? Also wenn du mal so überlegst, da ziehe ich mal wieder die Germanen zur Seite, weil ich die gerade schon genutzt habe. Die haben es zum Beispiel so gehabt, die haben maximal einmal in der Woche Fleisch gegessen. Maximal? Maximal. Die haben vorher sich sonst großteils eher von Pflanzen und Früchten und so weiter ernährt. Aber ich glaube weniger aus Tiere Moralgründen als eher aus aufgrund der Ressource halt. Weil Tiere sind ja auch eher ein wichtiges Gut gewesen. Ja, genau. Und ich glaube, so die einzigen, die wirklich so auf dieser Geschichte arbeiten könnten, das wären dann eher so die östlichen Religionen mit Hinduismus und Buddhismus. Ja. Wo du halt auch die Idee der Wiedergeburt hast, wo du immer denkst, so, diese Gans könnte mein Vater sein. Ja, aber da sieht man schon, dass diese moralischen Fragen auch auf Religion. Ja, wobei man aber auch wieder sagen muss, dass Buddhismus und Vegetariertum gar nicht zusammengehören. Ne? Also die sind, du musst nicht unbedingt ein Vegetarier sein, wenn du Buddhist bist. Nee. Ich wollte schon sagen Gaddafi, das hätte mir jetzt leid getan, hätte ich Gaddafi gesagt. Gandhi? Der oder? Gandhi. Nee, nicht der Gandhi, der wie heißt der nochmal? Der Titel, den die da haben. Der Buddha oder was? Nein. Der von Tibet, der Anführer der Buddhisten. Dalai Lama? Der Dalai Lama, danke sehr. Mensch, mir fallen in letzter Zeit zu wenig Worte ein.
Der Dalai Lama ist ja zum Beispiel auch kein Vegetarier. Ja. Der isst ja auch Fleisch. Ja, haben die nicht irgendwie Regeln, alles was Federn hat oder was Beine hat, dürfen die nicht essen? Und deshalb essen die Fisch oder irgendwie sowas? Nee, das haben die nicht. Okay. Du musst halt alles, was du... Du musst halt alles Fleisch, was du isst, musst du halt auch dem Wert beimessen. Ne? Du musst halt immer wissen, dass du da gerade ein Tier isst und dass du das dann wertschätzt, dass dieses Tier quasi jetzt gerade dafür gestorben ist. Aber es ist nicht verboten, dass du da irgendwie Fleisch isst, ob es jetzt Huhn oder Fisch sei. Mhm. Eben, so war das zum Beispiel auch damals bei den Samurai. Wenn die einen Gegner hatten, dann haben die nicht einfach alle getötet und war scheißegal, sondern die haben denen wirklich trotzdem noch Respekt gezollt. Und ich glaube, bei den Indianern war das ja auch bei der Jagd irgendwie so, dass die, besonders die Indianer irgendwie, war, glaube ich, bei Winnetou wo sie immer sich, so, dass... Ja, wo sie sich dann immer bei den Tieren entschuldigt haben, dass genau. sie die da getötet haben. Richtig. Und wenn sie dann im... Wenn sie dann in den ewigen Jagdgründen sind, dann jagen sie den ganzen Tag. Welch eine Logik. Ja, irgendwie schon, ne? Das muss doch bescheuert sein, sich den ganzen Tag immer entschuldigen zu müssen. Ach ja, aber das mit dem ewigen Jagen, das scheinen ja irgendwie ganz viele toll zu finden, oder? Ja, wenn hier, wie hieß es, Valhalla? Da ist ja auch das ewige, der ewige Krieg oder irgendwie so war das doch, oder? Nee, Valhalla war nicht der ewige Krieg. Valhalla ist quasi die große Halle. Ja. Oder die helle Halle. Und dort sind dann alle, die vorher im Kampf gestorben sind. Ja. Die kommen dahin und feiern und trinken und jagen halt auch. Und ach so. Zwar, die jagen dann auch irgendwie, ich weiß nicht wie viele Eber. Kann einer sein, können auch mehr sein, aber das sind dann welche, die schlachten sie dann hinterher und die stehen dann am nächsten Tag wieder auf und dann werden sie wieder gejagt. Okay, ich hatte immer gedacht, Valhalla wäre so ähnlich, nur nicht, dass die jagen, sondern dass die gegeneinander kämpfen. Nee. Und dass die dann am Abend feiern und alle wiedergeboren werden und am nächsten Tag das Ganze wieder von vorne los. Nee, die töten sich nicht den ganzen Tag, sondern wenn, dann trainieren sie natürlich nur. Um sich vorzubereiten auf Ragnarök. Ah, Ragnarök, so war das, war dann okay. War dann der letzte große Kampf, auf dem übrigens auch die Bibel fußt. Und, Bibel fußt auf Ragnarök? Ja, wenn du das mal so überlegst, das ist tatsächlich so, dass die Bibel, das hat man zumindest hier in Europa erzählt, damit die Leute auch zu Christen werden, dass das Germanentum der Vorreiter der Bibel war. Das okay. heißt, das Ragnarök ist die Bibel 0,5 quasi. Boah. Denn alles, was bis zu Ragnarök passiert ist, ist Geschichte. Mhm. Und nach Ragnarök ist es ja so, dass sich ein Mann und eine Frau im Weltenbaum versteckt hatten. Ach so. Und diese, oh, Adam und diese sollten Eva. Hinterher, ganz genau, das waren Adam und Eva. Und diese sollten dann natürlich hinterher den Planeten, der da neu geschaffen wurde, bewohnen. Okay. Also es war jetzt quasi denen so erzählt worden, dass alles vorher so geschehen ist. Mhm. Es gab Thor und Odin und so weiter, aber die sind halt mittlerweile tot. Und jetzt gibt es halt nur noch Gott und Adam und Eva und diesen ganzen Gedöns. Und das wäre jetzt richtig. Diesen ganzen Dreck. Ja, wobei du dich dann wieder fragen musst, was ist mit Gott gewesen? Der muss ja dann wahrscheinlich schon, dann ist schon klar, dass er vorher gelebt hat, weil dann war er wahrscheinlich zu Ragnarök auch dabei. Aber wo war er in Ragnarök? War er einer der Bösen? War er einer der Guten? Vielleicht. Oder war er einfach feige und hat sich auch im Baum versteckt? Vielleicht ist das auch wieder so eine komische Mythologie-Geschichte. Vielleicht ist Gott der Zeus oder so, der abgefallen ist bei Ragnarök. Das weiß ich. Obwohl Zeus damit überhaupt nichts zu tun hat, aber was weiß ich. Ach, aber in Ragnarök soll ja auch Jesus dabei gewesen sein, von daher. Okay. Ach nee, nicht in Ragnarök, sondern in
der griechischen Mythologie, glaube ich. Also die Christen haben überall versucht, ihren Jesus und Gott mit einzubauen. Weil da war es dann hinterher so, dass nämlich Jesus die im in der Hölle von denen, in der griechischen Hölle im Tartarus, eingesperrten Griechen nämlich auch befreit hätte. Okay. Also es gibt sehr viele komische Ideen. Deswegen bin ich ja froh, dass ich da eher Discordianer bin. Das ist alles schön. Discordianer, was sind das? Ja, kennst du nicht Discordia? Nein. Das ist auch eine griechische Göttin, beziehungsweise eine griechische und römische, die gab es in beiden. Ich glaube in Römerland, ja. Im Römerland. Im Römerland in Italien. Da war es Discordia und in Griechenland war es Iris. Iris, das ist diejenige, die auch den goldenen Apfel gemacht hatte. Den Apfel der Zwietracht. Oh. Und sie ist die Göttin des Chaos. Ach so, deshalb Discordia. Ah, ganz genau. Okay. Das ist die Göttin des Chaos und alles besteht ja aus Chaos. Deswegen sind alle anderen Götter auch nur, auch eigentlich nur alle Anhänger von Discordia. Die dienen eigentlich alle Discordia. Warum besteht alles aus Chaos? Ich dachte, wenn, dann wenigstens andersrum, dass selbst Chaos Ordnung hat, dass alles aus Ordnung besteht. Heißt es nicht irgendwie, die Welt ist in einer gewissen Ordnung? Sie versuchen immer eine Ordnung herzustellen? Das versuchen die chaotischen Götter einzureden, damit es auch da wieder Chaos gibt. Zwischen den Leuten, die sagen, es gibt Chaos, und die anderen sagen, es gibt Ordnung. Mhm. Okay. Also du kannst das Schöne ist, das ist eine totale Religion, die eigentlich keine richtige Religion ist, weil die hat eine eigene Legion, aber die ist dadurch aufgebaut, dass sie halt nicht aufgebaut ist. Sie ist chaotisch. Jeder kann sich zum Papst ernennen oder zum Mamst. Und ja, das sind dann die, wenn du weiblich bist und dich zum Papst ernennen willst, dann wirst du Mamst. Oh. Badum. Und jeder darf seine eigenen Regeln aufgeben. Eines der Gebote ist auch, dass man nichts glauben darf, was hier geschrieben steht. Das finde ich immer ganz schön. Da ist zum Beispiel dann auch das größte Buch, das man so kennt, ist das Buch der Behauptungen. Okay. Das ist schon ganz nützlich. Das Buch der Behauptungen. Also und da stehen nur ein paar Sätze drin. Ja. Der Himmel ist grün. Och, da sind ein paar ganz coole Sachen dabei. Ich werde, wenn ich noch dran denke, werde ich einfach mal die Bibel der Discordianer verlinken. Es gibt nämlich auch eine Internetseite, wo einiges davon auf Deutsch übersetzt noch da steht. Okay. Wer sich mal interessiert. Aber das ist, wie gesagt, ziemliches Chaos. Da steht dann so, was war da noch? Ja, ich weiß es nicht. Oh, ich versuche gerade daraus zu zitieren, aber das geht nicht. Aber ich glaube, es ist auch verboten, aus der Bibel zu zitieren. Stimmt auch wieder. Mhm. War das nicht auch bei der Bibel so? Nein. Deshalb gibt es ja Gottesdienste. Ja, genau. Ja, früher gab es ja über Gottesdienste, weil die Leute nicht lesen konnten. Da haben sie denen dann erzählt, was da drin stehen soll. Vielleicht konnten die auch nicht lesen und haben sich was ausgedacht. Dumm, 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 dumm. Und so schließt sich der Kreis. Nee, aber was ich da eigentlich sagen muss, das mag ich eben, weil das halt diesen Gedanken hat, ja, Religion ist für eine Gesamtheit irgendwie nicht ganz so wichtig, weil jeder glauben darf, was er will. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil bei mir ist es ja so, jetzt sind wir ja doch bei der Religion, mein Religionsansatz ist ja eben doch mehr auf Physik gebunden und diese Idee ist tatsächlich, wie ich weiß, schon über 2000 Jahre alt. Okay, ja, aber ich dachte, die auf Physik zugrunde liegende Behauptung wäre ja, dass das alles eine Ordnung hat und nicht, dass alles im Chaos ist. Dass alles Nein, im Gleichgewicht die Idee, ist, die dachte ich wäre das. Mein Gott, ich komme da nicht raus. Die Idee, von der ich jetzt sprach, war dann eher diese ganze Geschichte,
womit sich halt jede Religion beschäftigt, mit was passiert nach dem Tod und so weiter. Ach so, Und die ist relativ ähnlich vom Buddhismus. Die geht aber ein bisschen weiter, denn die bezieht sich schon auf den alten Philosophen Demokrit. Und Demokrit hatte die Idee, also er war auch derjenige, der meinte, dass alles aus Atomen besteht. Ja. Und auch die Seele besteht aus Atomen, nur aus, nur halt anders geschaffen als die anderen Atome, deswegen verbinden die sich nicht. Und nach dem Tod gehen die quasi aus der, aus dem Körper raus und suchen sich dann was Neues, wo sie dann halt reingehen. Das finde ich eigentlich ganz, das finde ich ganz cool. Da haben sie nicht diesen ganzen religiösen Ansatz mit drin, wo es dann immer heißt, wenn du gut bist, dann passiert dir Gutes, wenn du schlecht bist, passiert dir Schlechtes. Man versucht ja in Religion immer irgendwo noch eine Moral mit reinzutun, um die Leute irgendwie so ein bisschen zu bändigen. Und ich finde, und das hat Demokrit da verbessert. Er hat einfach nur den physikalischen Ansatz in dieser Hinsicht, den man gut so nachverstehen kann. Ja, aber lassen wir einfach mal so stehen. Also ich finde den Glauben von Karma und so finde ich ja eigentlich auch ganz gut, weil es ja, den aber Leuten da musst hilft. Klar, es hilft den Leuten, da irgendwas zu haben, aber ob es jetzt so wirklich richtig ist, ist ja auch wieder fraglich, weil ich finde es ja natürlich auch schön, wenn alle Leute Gutes tun, aber die Frage ist dann wieder eine Auslegungssache, ne? Wann tut man was Gutes? Weil das ist ja auch schon wieder über die Jahre so viel verteilt. Also über die Jahrzehnte hat sich sowas immer so sehr geändert, dass du nie immer weißt, ob du was Gutes tust oder was nicht. Das ist nicht immer im Auge des Betrachters. Deswegen glaube ich nicht, dass das viel Einfluss hat. Nö. Deswegen, also ich bin da tatsächlich eher bei Demokrit. Nee, also ich hab eigentlich so gesehen keinen wirklichen großen Glauben. Ich habe einfach keine Ahnung, was nach dem Tod passieren wird, aber da habe ich jetzt auch weder große Angst noch freue ich mich drauf. Ich denke einfach, wenn es passiert, dann passiert's. Dann werde ich schon sehen, was da los ist. Und gut ist. Warum soll ich mir jetzt Sorgen übers Leben nach dem Tod machen, wenn ich nicht erstmal das Leben vor dem Tod irgendwie auf die Reihe kriegen kann? Mensch, so diese ganzen tiefschürfenden Gespräche, über solche Sachen machst du dir gar nicht Gedanken. Nö, warum auch? Also für mich ist jetzt erstmal das Hier und Jetzt wichtiger, als wenn man jetzt nur groß Theorien aufstellen kann, wo man eh nicht beweisen kann, so ist das jetzt. Da finde ich das eigentlich unnötig, jetzt groß Theorien aufzustellen, weil man es ja eh nicht beweisen kann. Und wenn man dann hinterher sowas zusammengesponnen hat und hinterher ist es dann nicht so, dann ist man doch eigentlich nach dem Tod nur enttäuscht, dass man Unrecht hatte. Es sei denn, man kann nach dem Tod gar nicht enttäuscht sein, weil dann einfach nichts da ist. Die Frage ist, kannst du wirklich dann in dem Moment enttäuscht sein, wenn du vielleicht deine Erfahrungen gar nicht mitnehmen kannst? Dann weißt du gar nicht, was du vorher gedacht hast. Ja, genau, eben. Da gab es doch auch einen coolen Film mit Robin Williams, ne? Wo er da ins Jenseits gegangen ist. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Wie hieß er? Ach, wie schön ist Panama, genau. Am Ende des Horizonts, glaube ich, hieß es. Ungefähr so. Okay. Oder am Ende des Lichts. Den Film fand ich ja irgendwie doch schon ganz cool. Das fand ich gut, weil da kam der Wahnsinn irgendwie schön rüber. Und Ich möchte da jetzt auch nicht viel spoilern, aber die Gedanken, die sie sich da in manchen Bereichen gemacht haben, auch dass die Leute auf einmal nicht mehr so aussehen, wie sie vor dem Tod ausgesehen haben, zum Teil, das fand ich witzig. Ja, und ich glaube, die, wie war das da, war die Mutter, hat sie sich da selber eingeredet, da unten sein zu müssen, oder war das wirklich, weil sie da eine Sünde begangen hatte? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das vor so vielen Jahren zuletzt gesehen. Also ich meine hier, kurzer Spoiler, die Mutter hatte sich, also die Frau von Robin Williams da, hatte sich umgebracht, meine ich, nach seinem Tod.
Ja. Und ist deswegen da unten in dieser, ja, sowas wie einer Hölle gewesen, ne? Ja. Und ich weiß, das würde mich jetzt interessieren, ob sie jetzt einfach nur da ist, weil sie glaubt, dass das Bestrafung sein muss, oder ob sie da wirklich nach diesem christlichen Glauben gegangen sind. Das ist sowieso ein bisschen dämlich, ne? Vielleicht, jetzt mal ganz ehrlich, schließt das eine nicht das andere aus. Wenn du das so bei Religion überlegst, du hast dann so Sachen wie, du darfst keinen Wein trinken, also keinen Alkohol trinken, du darfst... aber die Priester saufen selbst wie blöde. Ja, du darfst keinen Wein trinken, du darfst keinen Sex außerhalb der Ehe haben und nicht verhüten und so weiter, ne? Mhm. Und darfst aber auch dich selbst nicht umbringen. Also eigentlich versuchen sie dir komplett den Spaß zu rauben. Du darfst dich selbst umbringen, die wollen dir doch den ganzen Spaß nehmen. Ja, du darfst dem Ganzen ja dann auch nicht entfliehen, ne? Du darfst ja dann auch nicht sagen, ne, wenn ich hier nichts darf, dann gehe ich halt gleich ins nächste Leben. Sondern du musst dann wirklich deine 50, 60, 70 Jahre dann abwarten, sitzen, bis es endlich soweit ist. Weil sie sonst sagen, ne, dann kannst du jetzt auch dich nicht freuen. Das ist doch blöd. Da bekommt das Wort lebenslänglich eine ganz neue Facette. Aber wirklich. Das, und das meine ich immer so mit Religion schränken ein. Also jetzt nicht der Glaube, sondern die Religion generell. Aber ich fand das irgendwie so eine Theorie, die ich mal gehört habe, fand ich eigentlich ganz witzig. Auch, also im Grunde ist die Theorie, dass man dann einfach wieder als Mensch wiedergeboren wird, aber dass sich die Persönlichkeit halt verändert. Dass, wenn man zum Beispiel, jetzt mal ganz blöde gesagt, man war irgendwie verheiratet oder als man sterben wollte oder als man starb, wollte man für sich sein, wollte nicht, dass die Frau irgendwie dabei ist, dass sie sich groß Sorgen macht, am Sterbebett liegt und man sieht, dass sie dann halt eben daran leidet, an dem eigenen Zustand, dass man sie halt so gesehen mitnimmt. Und dann, wenn man stirbt, hat man halt den Wunsch, dass man seinen Mitmenschen nicht so mitnimmt beim Tod. Und dadurch kam dann so eine Theorie, ja, dann wird man bei der Wiedergeburt, ist man krebskrank. Das heißt, man stirbt früh. Ja, das ist total komisch. Das klingt komisch. Das wird escalated quickly. Aber gut, dann hat man halt so eine tödliche Krankheit. Und das Ganze nur, damit man halt früh stirbt und so gesehen so wenig Leute wie möglich mitnehmen kann, weil man das in dem früheren Leben nicht wollte, dass die anderen traurig sind darum. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach so diesen ganzen Sagen und Geschichten, wo zum Beispiel Genies immer irgendwo zu einem Wunsch geäußert wird. Und die den aber so verdrehen, dass es an sich irgendwo noch stimmt, aber das eigentlich total arschig für denjenigen ist. Eben. Und dann, wenn man krebskrank ist und daran stirbt, dann hat man ja wieder einen ganz anderen Wunsch. Dann sagt man, ey, vielleicht wollte ich doch gesund sein. Und dann ist man hinterher in so einer Schleife gefangen. Dann ist man einmal krebskrank und dann einmal ist man gesund und verheiratet. Und immer wieder abwechselnd. Ah, ich weiß nicht, also... Es ist sehr gut. Ich hab da irgendwie... Ja, ich hab da aber irgendwie, du merkst, es gibt so viele Theorien und da denke ich einfach irgendwann, ey, man kann das eh nicht beweisen, warum soll man sich da jetzt große Theorien ausdenken, die manchmal so an den Haaren herbeigezogen sind? Da sollte man stattdessen einfach das Leben, das man jetzt hat, irgendwie so verbringen, wie man will. Ich hatte ja tatsächlich noch eine Theorie ganz lustig. Hm? Die hatte ich mir auch mal irgendwann gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, zu was mir das eingefallen ist. Ich glaube, es kam zu der Zeit ungefähr, als wir mal Matrix gesehen hatten. Hm? Das war also schon ein bisschen länger her. Auch dazu werde ich aber mal was machen zu Matrix. Wird aber keine 35 Minuten werden, glaube ich. Oh. aber da hatte ich so eine Idee, und zwar da hieß es ja, dass der Mensch dem Virus gar nicht so unähnlich ist.
Und jetzt überleg mal, wie das Ganze aufgebaut ist, so vom Planetensystem und so weiter. Es hat ja irgendwo doch immer eine gewisse Konstellation. Du hast immer einen größeren, es gibt immer einen größeren Bereich. Du hast die Atome, dann bist du rüber auf die Zellen und dann wird das immer größer, ne? Hm. Vielleicht und sind wir selbst nur irgendwie kleine Teile in einem genau, großen Konstrukt. Vielleicht sind wir gerade Bewohner einer Zelle in einem Körper von einem größeren Wesen und sind gerade wirklich sowas wie ein Krebsvirus. Und wir verbreiten uns jetzt immer mehr, weil wir werden ja auch immer mehr. Ja, ja. Aber so gesehen, der Virus bekämpft sich dann ja zum Teil sogar auch selbst. Weil sonst würden wir ja nicht Kriege gegen andere Menschen führen. Ja, genau. Und wie man merkt, die Zelle versucht sich ja auch zu schützen. Die ja. Naturkatastrophen werden ja auch immer mehr. Ja. Von daher. Boah. Weil das war jetzt nur so eine Idee, die ich mal hatte. Meine Güte, hier kommt man in den Trackerfunk, ahnt nichts Böses. Denk, hier wird wieder ein bisschen blöd geschwatzt und dann wird blöd geschwatzt. Und schon wird ein ganzes Weltbild wird zerstört und neu aufgesetzt. Wird erstmal schön defragmentiert und dann wieder schön aufpoliert wieder hingesetzt. Ja, aber das kommt halt so. Manchmal hat man so Gedanken. Irgendwann mussten die auch mal raus. Wir können ja auch wieder über Schwachsinn reden. Ich glaube, nach so einem Thema kann man erstmal nicht über Schwachsinn reden. Da, wow, ich bin noch ein bisschen geplättet. Von der Sichtweise? Ja. Okay. Das ist alles so ein großes Konstrukt ist, wo man nur ein kleiner Teil davon ist. Boah. Meine Fresse. Aber das ist ja das Schöne an Trackerfunk. Man weiß nie, worauf es hinausläuft. Es sei denn, ihr hört zu und habt oben schon eine nette Überschrift von Snorri da stehen, wo ihr sofort Bescheid wisst. Da wisst ihr wieder mehr als wir. Zum Beispiel? Was war das, die Ideenpfeife? Das hatten wir schon, ja. Ja, zum Beispiel. Das Manomobil und die Ideenpfeife. Genau. Oder umgekehrt. Da wisst ihr schon, wenn ihr den Podcast anfangt, wisst ihr schon wieder mehr als wir in dem Moment. Ihr habt uns einen geistigen Vorsprung. Das ist nicht fair. Ihr wisst genau, wie wir die Sachen nennen. Nächstes Mal gebt ihr uns eine Überschrift und wir müssen darüber, dann sind wir wenigstens alle auf demselben Stand erstmal. Oh ja, wir lassen mal abstimmen, wie wir die Überschriften machen. Dann sparen wir uns die Arbeit, uns die ganzen Videos nochmal anzugucken und dann eine blöde Überschrift dafür zu finden. Und ihr habt die Idee, als könntet ihr mitbestimmen. Ist das nicht schön? Das ist Win-Win. Als könnte ich schön den Konjunktiv benutzen. Natürlich. Ja, mitbestimmen und so weiter, das ist ja auch eine große Frage, ob man freien Willen hat, ne? Also, ja. Soweit ich weiß, wurde es ja irgendwie schon oft genug bewiesen, dass man ihn eben nicht hat. Ja, also manche Sachen... Du wirst ja zum Großteil wirklich eher durch deine Erfahrungen geprägt und dadurch auch eher von außen. Und die Sachen führen dich ja meistens zu deinen Entscheidungen. Und in 9 von 10 Fällen würdest du wahrscheinlich immer genauso reagieren dann. Ja. Und vieles wird ja auch durch Instinkte und Gene und alles wird ja auch noch dadurch festgesetzt, mehr oder weniger. Genau. Richtig. Aber wenigstens bei uns habt ihr dann die Idee, als würdet ihr einen freien Willen haben. Genau. Ihr denkt, oh, jetzt kann ich mal den Trackerfunk hören, darauf habe ich jetzt Lust. Aber eigentlich ist das unsere Masche. Wir haben euch schon manipuliert. Wir haben euch in unseren Fesseln gefangen. Des Trackerfunks. Die Trackerfunkfesseln. Die Trackerketten. Die Trackerketten. Hast du schon die Winterketten drauf? Oh ja, die haben wir drauf. Ja, aber ich glaube, dann können wir, also noch tiefgründiger wird dieses Gespräch, glaube ich, nicht mehr. Achso, du meinst, wir sollen auf unserem Höhepunkt aufhören? Ja. Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Okay, das passt ganz gut. Dann kann ich jetzt kurz nochmal Licht anmachen und dann... Ja, ich bin immer noch ganz geplättet. Ich bin echt okay. So ein bisschen sprachlos gerade.
Ja, dann passt es ja wirklich gut. Dann machen wir hier nochmal die Pause. Ich halte mal hier an. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis Tschüss. Dahin. Nein, nicht Auftrag abbrechen. So. Was? Den fahre ich doch noch schön zu Ende. Ja, nun brechen Sie doch ab. Ah. Oh, aber...